Hallo zusammen und vielen Dank fürs Reinschauen. Vorab, ey, Sägespänes, das Konfetti des Tischlers oder Holzhandwerkers. Ich habe 1000 oder mittlerweile sogar mehr als 1000 Abonnenten und bin damit offiziell YouTube-Partner geworden, weil ich auch noch über 5000 Watchstunden habe. Das habe ich natürlich allen euch zu verdanken. Vielen, vielen Dank dafür. An der Stelle gibt es einen kleinen Happy Dance. Ja, tausend Dank, vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen sollte. Ich habe damit nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Ich habe ja vor 6 Monaten, Ende März, irgendwann damit angefangen. Das war mein allererstes Video, wo ich gesagt habe, sagt mir, ob ich weitermachen soll oder nicht. Dieses Video hatte über 43.000 Aufrufe und ja, ich glaube, irgendwie fast 1000 Daumen hoch. Und das Ganze mit 30 Abonnenten. Das war für mich so ein bisschen ein Wink mit dem Zaunpfahl, wo ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt weiter. Auch wenn ein paar andere Videos in Folge dann natürlich nicht so performt haben wie dieses Video. Aber ich habe gedacht, das war ein Zeichen. Lass uns mal einen YouTube-Kanal bzw. Fokus auf einen YouTube-Kanal setzen. Aber nichtsdestotrotz, heute habe ich natürlich auch was richtig Cooles für euch. Und zwar, ich habe noch eine zweite Garage. Diese Garage hier, das ist das Anwesen meiner Eltern, wo ich mir hier diese Garage eingebaut habe. Ich habe noch eine zweite Garage, die wesentlich kleiner ist, wo eigentlich nur so ein zwei, drei kleine Sachen drin stehen. Da ist ein kleiner Werkzeugschrank drin und so ein paar Profile. Ich habe dort in der Ecke einen Hobel gefunden. Und zwar, den habe ich irgendwann mal vor 7 Jahren gekauft und ich weiß, ich habe ihn sensationelle einmal benutzt. Und ich fand ihn gar nicht so scheiße. Und den habe ich damals für lächerliche 50 Euro gekauft. Und was ich damit jetzt vorhabe und was ich damit machen möchte, seht ihr in diesem Video. Es geht um diesen Hobel von der Firma Skill. 550 Watt hat das Ding. Ich habe jetzt mal alle Teile, die ich jetzt nicht brauche, irgendwie lose geschraubt oder abgeschraubt und mir die ganze Funktionsweise angeschaut. Denn ich möchte das Ding in ein stationäres Gerät umbauen. Das Ding habe ich abgemacht, den Knauf habe ich runtergeschraubt, den brauche ich erstmal nicht. Ich habe die Seitenteile einmal abgeschraubt und wieder rangeschraubt, um zu gucken, was dahinter ist. Hier ist der Riemen für den Motor drinne. Hier ist die Elektrik, deswegen hier auch die Lüftung. Die Lüftungsschlitze also am besten, wenn ich das Ganze verbaue, nicht abdecken, weil die Ingenieure haben sich sicherlich was bei gedacht, warum sie hier Lüftungsschlitze integriert haben. Absaugung geht nach hinten raus, ist ganz hilfreich für meinen Umbau. Und unten finde ich das Teil eigentlich echt cool, da hier kleine Schneidplatten drin sind, die ich tauschen kann. Die kann ich in der Höhe nachjustieren. Und also 2 Stück habe ich davon. Und hier vorne habe ich halt die Möglichkeit, mit dem Rädchen die Höhe der Platte zu verstellen. Also hoch und runter, ein paar Millimeter. Also so, dass ich dann quasi das, was ich jetzt hier abfräse, dann irgendwann hier meine Auflagefläche habe. Die Ausrichtung und Einstellung, das mache ich später. Die Idee dahinter ist es halt so, wie er jetzt eigentlich ist, irgendwie so zu positionieren, festzumachen mit einer Absaugung hier. Ein bisschen alles stabil aufbauen und dass ich dann quasi meinen kleinen stationären Abrichthobel habe, dass ich von dort dann quasi das Ganze mal abfräse. Das ist die Idee dahinter und das versuche ich jetzt mal peu à peu umzusetzen. Ich habe mir hier mal so ein kleines Plättchen zugeschnitten. Das werde ich jetzt hier am Gehäuse befestigen, weil hier hinterm Gehäuse sich nichts verbirgt, Elektrik oder irgendwas, wo ich da reinschrauben, also wo es gefährlich ist, wo ich da reinschrauben kann oder nicht kann. Deswegen schraube ich das Ganze hier mal fest. Es wird mir später helfen, das Ganze zu befestigen. So, hier vorne setze ich auch noch einen rauf. Ich habe auch ein kleines Plättchen gemacht. Da setze ich das nur mittig drauf, die Schraube, weil der hier nicht richtig gerade ist. Also ich habe hier keine gerade Auflagefläche, deswegen einmal hier mittig. So. Den ziehe ich natürlich so fest, dass er dann hier auch gerade ist wieder. So, jetzt sieht es ziemlich gerade aus. Den richte ich mir dann einmal nochmal so aus. Dann wird das Ganze über Kopf hier irgendwo mit diesen beiden Teilen befestigt erstmal.
Bevor ich das mache, muss ich hier erstmal gucken, ist meine Platte wirklich gleich hoch. So. Ja, noch ein Tick. So sieht's gut aus. Dann lege ich mir den so hin, wie ich den später haben möchte. Also so einer hin. Richte mir diese beiden aus. Wenn mir das Brett jetzt hier einmal so hinsetzen, auch rechtwinklig. Und dann von hier verschrauben. Ich habe das Ganze jetzt mal mit 90 Grad hier festgespannt auf dem Tisch. Meine beiden Stücker werde ich jetzt anzeichnen, einmal hinten und vorne. Die zeichne ich jetzt einmal an, dann bohre ich ein Loch durch und dann weiß ich ganz genau, wo ich jetzt von hier hinten dann einmal festschrauben muss. Jetzt habe ich das Ganze hier fest. Jetzt ist es natürlich so, dass das hier viel zu wackelig ist. Ich habe hier ein Gewinde drin. Das heißt, ich werde mir hier vorne, besonders in der Auflagefläche, wo man ja drückt, werde ich mir vorne nochmal einen Stab untersetzen, dass das Ganze hier fester ist und also wirklich bombenfest ist. Ne? Den werde ich mir jetzt auch mal zusägen, ranschrauben, von unten nochmal verschrauben. Hier dann mit der Gewindeschraube rein. Und dann ist dieses Gehäuse hier vorne hier erstmal fest. Okay, alles ist verschraubt. Das Ding hat jetzt hier richtig Stabilität. Also das ist jetzt erstmal das grobe Konstrukt. Diese Platte habe ich jetzt hier auch mal lose gemacht, um zu schauen, ob ich vielleicht mit einer breiteren Platte austauschen kann. Das System hier kann ich ja hier hoch und runter drehen. Hier muss ich mir auch nochmal überlegen, ob ich das wirklich so lasse oder ob ich das Ganze irgendwie in eine Platte, in eine größere integriere, wo ich das Ganze dann ein bisschen breiter hoch und runter stellen kann, wo ich mehr Auflagefläche habe. Also ich würde mir, also was ich möchte ist, ich möchte hier bis hier vorne hin die Auflagefläche haben. Hier hinten reicht mir das bei dem Auslass. Ich möchte das Ganze, dass das permanent an ist. Da werde ich mir auch nochmal einen Schalter hier hinlegen, hier vorne. Werde ich mir den Schalter hinmachen, an, aus. Und die Absaugung muss ich hier auch noch bohren, dass ich hier wirklich rechts die Absaugung ransetzen kann. Ich habe mir hier jetzt nochmal einen Winkel gebaut. Den habe ich gedübelt, weil ich keine Schraubenköpfe hier haben möchte beim Rüberschieben. Und hier habe ich den gebohrt und gesenkt und die schraube ich jetzt hier fest. Dieses Brett hier oben habe ich von hinten nochmal mit Winkel, Stahlwinkel verstärkt. Sieht jetzt nicht so wunderschön aus mit den Winkeln dort, aber ich habe das Brett hier unten halt nur gedübelt an zwei Stellen. Ich hätte es auch an vier Stellen dübeln können, aber trotzdem durch diese, also wenn man hier mal gegendrückt, selbst wenn wir das hier unten dübeln, habe ich ein besseres Gefühl, wenn ich hier einen Stahlwinkel reinsetze. Jetzt ist es so, dass das ganze Teil natürlich auch ausgerichtet werden muss. Ich habe jetzt hier nochmal überprüft, das ist mein DIN-Nullwinkel. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auf der Kamera seht, aber das passt hier wirklich perfekt. Das ist hier später meine Auflagefläche hier. Diese Platte ist ja verstellbar, die geht hoch und runter. Das heißt, hier sitzt mein Brett schon mal perfekt 90 Grad im Winkel. Was natürlich wichtig ist, wenn ich jetzt hier mein Brett drüber führe und das dann drehe und zum Beispiel ein Quadrat hobeln möchte. Also das passt schon mal perfekt. Nächster Step ist jetzt mal Stecker. Absaugung habe ich von hinten auch gebohrt. Das passt auch. Und dann überlege ich mir was wegen der Auflagefläche hier rum zu. Also hier hätte ich gerne noch eine größere Auflagefläche und hier vorne natürlich auch. Ich wollte ja gerade mich um den Stecker kümmern und dann dachte ich mir, komm, schneid mal eben hier zwei Bretter zu und kling eine Aluplatte aus
damit ich hier mehr Auflagefläche habe. Und das ist hier alles wirklich sehr, sehr bündig. Das steht nicht über oder irgendwas. Wenn ich den jetzt hier richtig festschraube, dann habe ich hier keinen Versatz. Das ist schon mal sehr gut. Und was ich jetzt machen werde, halt nochmal, wie ich gesagt habe, um den Stecker kümmern. Vielleicht setze ich sogar hier dieses ganze Gehäuse irgendwie zu, dass ich nur noch einen Kasten habe. Einfach der Optik halber, damit man hier das billige Skillgerät nicht sieht. Ja, ich bastel mal weiter drauf los und schau mal, wie das Resultat aussieht. Übrigens, kleiner Trick am Rande. Ich habe gerade hier festgezogen und habe gemerkt, dass ich gegen die Kante komme. Dann habe ich die Seite hier nochmal abgesägt und gekürzt. Und jetzt bin ich einen Tick zu tief, wenn ich hier festschraube. Und ich will ja genau bündig sein. Deswegen nehme ich mir ein Stück Furnier, lege das hier drunter, schraube das gleich nochmal fest. Jetzt bin ich hier wirklich nahezu perfekt. Das sieht gut aus. So, und dann schraube ich das nochmal fest. Und das überschüssige Furnier schneide ich gleich mit dem Stecheisen einfach ab. Und dann passt das. Viele benutzen da auch irgendwelche Karten, also zum Beispiel Spielkarten, weil die sehr dünn sind zum Unterfüttern. Ich nehme da mal Furnier. Furnier hat eine Stärke von 0,5 mm, zwischen 0,3 und 0,5. Ich habe auch noch ein ganz klein Tick dünneres Furnier. Das hilft mir dann halt immer, das aufzusummieren. Also ist das super. Um den Anschaltknopf mal jetzt ein Kabelbinder rum. Hier gibt es eine Arretierung, also dass der unten bleiben soll, aber die funktioniert nicht. Also wenn man da nicht richtig runter drückt, dann bleibt sie nicht an. Also nehme ich mir jetzt Kabelbinder, wickel das ganze Ding rum. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, kommt man besser ran. Aber wird schon irgendwie klappen. Und dann ziehe ich mir das Ganze fest, dass das Ganze halt auch wirklich permanent an ist. Weil ich das Ganze über diesen Knopf hier an- und aus machen werde. Der ist für 230 Volt und hat auch die Leistung. Also hier haben wir 550 Watt. Das bedeutet, wenn wir Watt durch die Spannung teilen, dann kriegen wir den Strom. Denn Spannung mal Strom ist die Leistung. Also Leistung ist Watt. So, das bedeutet, wenn ich jetzt 550 Watt durch meine 230 Volt teile, dann bin ich jetzt ungefähr bei irgendwas mit 2 Ampere oder irgendwas. Dieser Stecker kann bis zu 6 Ampere ab. Ist auch notwendig, dass man da wesentlich höher geht, da solche Maschinen einmal einen sehr, sehr hohen Anlaufstrom ziehen. Und man möchte nicht, dass die Kontakte irgendwie durchbrennen. Aber ich glaube, dass dieser Stecker hier irgendwas bis 6 Ampere oder 8 Ampere ab kann. Der Knopf ist eingearbeitet, hier vorne, kleiner Testrun. Funktioniert. Ich habe ein wenig getüftelt und ich glaube, ich habe eine ganz gute Idee. Also ich habe mir mal hier so ein U zusammengetackert, was hier quasi vorkommt. Dann habe ich mir hier ein Aluminiumblech ausgeklinkt, was genau hier rauf passt, was ich nachher natürlich befestigen kann. Und jetzt ist es ja so, ich komme hier ran und kann das Ganze hoch und runter stellen über die Schraube hier. Bisschen fest, aber so kann ich es ja hoch und runter stellen, dass das Ganze, also wie viel ich abfräsen möchte. Und was ich mir jetzt, glaube ich, mache ist, ich werde mir hier auf jeden Fall eine kleine Platte hinsetzen, die auf derselben Höhe ist. Hier werde ich eine Rampermuffe reinsetzen und dann über eine Rändelschraube mit einem Langloch, dass ich mir, wenn ich das Ganze hier verstellt habe, die vordere Platte auf dieselbe Höhe setzen kann, dass ich dann hier mehr Auflagefläche habe. Und dann bin ich, glaube ich, soweit fertig mit dem Ding. Hier habe ich jetzt ein Langloch gefräst bzw. gebohrt.
Hier die M6. Die passt hier gut rein. Und hier kann ich den dann, weil ich ihn ja hoch und runter stellen kann, kann ich ihn, wenn das Ding dann fest ist, kann ich das Ganze hier angleichen. Also jetzt ist er ja ziemlich tief. Ich kann jetzt hier ein bisschen höher gehen. Was ich gerade noch mal merke, ist, ich weiß nicht, ob ich den hier noch mal absägen sollte. Ich glaube, es ist besser wegen der Höhe, aber vielleicht ist das ja auch mein Anschlag, was die Maximalhöhe ist. Das muss ich gleich mal schauen. Wenn ja, ist das super, weil dann habe ich hier gleich vorne auch meinen Anschlag. Ja, das ist für die Maximalhöhe, was er da abnehmen kann. Das ist super, dann lasse ich den so, dann säge ich den nicht ab. Dann habe ich hier gleich unten meinen Anschlag, wenn ich den maximal nach oben fahre. Hier nochmal ein kleiner Trick zum Schluss. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das schon kennt oder auch nicht. Es gibt so ein Reparaturset. Hier unten ist das jetzt, was ich da gerade mache. Da kann man das Ding hier erhitzen. Und das ist harter Wachs, weiß jetzt in dem Fall. Das kann ich gleich hier drauf schmieren auf diese Einschusslöcher bei den Nägeln. Und dann kann ich das ganz normal mit dem Stecheisen sauber abstechen und dann sieht man diese Löcher nicht mehr. Also das ist jetzt batteriebetrieben, das wird jetzt erhitzt. Das dauert jetzt ein Weilchen. Und zack, sind sie weg. Ich habe jetzt alles einmal eingestellt und zwar, wenn ich jetzt hier rüber fahre, fahre ich gegen diese Kante. Das bedeutet, das, was jetzt weggefräst wird, müsste eigentlich dann so sein, dass ich dann hier rüber komme und ich hier dann unten eine saubere, abgehobelte Fläche habe. Ich mache es mal auf der Seite. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber hier sieht man hier so eine kleine Sägekante drinne. Und das versuche ich jetzt einfach mal auf der Seite abzuhobeln und dann schaue ich mal, wie das Resultat ist. Absaugung an, Hobel an und los geht's. Also man sieht hier ganz deutlich, ich habe jetzt bis zu dieser Kurve hier gefräst. Das, was der hier abgehobelt hat, hat wirklich gut geklappt. Richtig schön glatt hier alles. Cooles Resultat. Das Ding ist natürlich echt laut, ne? Also das realisiere ich jetzt gerade, wenn ich es anmache, im Verhältnis zu meinen anderen Maschinen. Aber ansonsten wirklich top. Und so sieht mein fertiger Abrichthobel nun aus. Habe hier nochmal mein Wooden-Logo draufgeklebt, wirkt das Ganze gleich viel schicker. Was wirklich wichtig ist natürlich, ist, dass wir hier einmal 90 Grad haben, was wir haben, dass wir hier vorne die 90 Grad haben und dass, wenn wir hier mal schauen, dass wir hier wirklich in einer Linie sind, in einer Flucht auf dieser Fläche hier. Ne? Das ist wirklich wichtig beim Abrichten. Das ist alles gegeben bei mir. Ich habe hier innen drin habe ich nochmal ein Brett reingesetzt. Einfach nur damit die ganze Elektrik und Co., dass ich da nicht in den Weg komme. Ich habe hier meine Schraube für die Höhenverstellung und hier habe ich meine Rändelschraube, wo ich den vorderen Steg hoch und runter anpassen kann. Hier habe ich noch ein bisschen Platz, da werde ich den Werkzeugschlüssel hinlegen. Und hinten habe ich hier mein Absaugloch, also für die Absaugung. Alles in allem bin ich damit wirklich happy. Ich habe es ja eben ausprobiert, ist funzt. Und ja, mein altes Werkzeug muss man nicht wegschmeißen. Man kann was Schickes draus bauen. So, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass man altes Werkzeug nicht immer wegschmeißen muss.
manchmal sind die alten Geräte sogar teilweise besser verarbeitet als die neuen Geräte. Siehe Makita, die ganz, ganz, ganz alten Akkuschrauber waren noch made in Japan, die neuen sind made in China, sind natürlich auch viel, viel günstiger. So ein richtig, richtig alter Akkuschrauber von Makita ist qualitativ, wenn man den mal aufbaut, wertiger als der neue. Von daher, altes Werkzeug nicht immer gleich wegschmeißen, schauen, ist es es wert, das Ding vielleicht aufzupimpen oder nicht, so wie ich das jetzt gemacht habe. In meinem Fall war es das wert, weil ich die Schneidplatten nämlich austauschen kann und der Motor, der hat vielleicht 2-3 Arbeitsstunden auf dem Buckel. Deswegen habe ich diese Zeit jetzt investiert, um mir daraus einen super Abrichthobel zu bauen. Falls euch das Video gefallen hat, gerne meinen Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, damit ihr auch für neue Videos quasi eine Nachricht bekommt von YouTube. Gerne einen Daumen hoch da lassen oder kommentieren, falls ihr Fragen habt oder irgendwas nicht verstanden habt. Gerne, wenn ihr es cool fandet, reinschreiben, wenn ihr es nicht so cool fandet, was ihr nicht so cool fandet, alles gerne in die Kommentare rein, ich antworte darauf und ich freue mich, dass ich so viele zahlreiche Followers bis jetzt generiert habe. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne die Videos, die ich hochlade, in der WhatsApp-Gruppe teilen, an Freunde schicken, über Telegram, Signal und was es alles für Messenger gibt. Ich würde mich über noch mehr Abonnenten freuen, dann kann ich mehr Zeit investieren in YouTube und euch noch mehr coole Sachen präsentieren. Momentan ist es für mich sehr, sehr mühselig, diese Videos dort zu machen, weil ich das alles in der Zwischenzeit versuche zu generieren. Soll jetzt nicht heißen, dass ich hier irgendwie am Meckern bin oder irgendwas. Ich versuche mein Bestes zu geben, aber wenn ich mehr Abonnenten habe und damit ein kleines Einkommen generiere, kann ich natürlich mehr Zeit investieren in tolle Ideen und tolle Videos. Also, vielen Dank für die Unterstützung, vielen Dank für den Support. Kanal abonnieren, Glocke anklicken, Daumen hoch da lassen und mit Freunden teilen. Vielen, vielen Dank.